Und damit ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Freedom Planet 2 auf der Xbox Series X. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Mila besucht, beziehungsweise wurden zu einer Audienz zum Königspalast berufen und sollen uns um einige Probleme kümmern. Dabei konnten wir uns sogar zwischen drei Episoden entscheiden und ich habe, sage ich jetzt mal, die für das Museum entschieden. Und da werden wir natürlich auch... Geil. Damit werden wir auch jetzt durchstarten. There's been an attack on the museum. The culprit stole Pangu. Pangu contains an extensive database of our history and culture. Much of its knowledge has yet to be deciphered. It must be recovered at all costs. So. In dieser Folge würde ich aber, glaube ich, mit ein paar Items zocken. Ich würde mal sagen, wir machen mit mehr Gesundheit. Tränke habe ich gar keine am Start. Hier kriegen wir nochmal einen Bonus. Du beginnst das Level ohne One-Ups. Machen wir mal so einen Mutstein an. So. Let's go. Ah, hier die Kerne erstmal schön mitnehmen. Stimmt, ich habe ja den Autoblock hier abgeschaltet. Fällt mir gerade ein. Ja, läuft doch. Ja, mal gucken, ob wir noch so ein paar Items finden werden in diesem Level. Ja, noch mal kurz zurück zur Handlung. Anscheinend wurde die Drohne Pengo geklaut und diese Drohne kennen einige Freedom Planet Spieler aus, ja, den ersten Teil, ne? War ja sozusagen der Drache, den man damals in Freedom Planet 1 besiegen musste. So. Ah, und Pengu wurde jetzt natürlich aus diesem Museum gestohlen. Und die müssen wir natürlich jetzt erstmal zurückholen. Ist hier irgendwo ein Power-Up oder so? Ja, hier ist eine Truhe. Aber kein Power-Up oder so ein Mutstein oder so. Ah, hier ist schon mal ein neues Schild.
Das alte wird erweitert. Um einen Punkt. Die Stelle da oben ist ein bisschen verdächtig. Oder auch nicht. Wow, Alter. Hier wird man erstmal von Objekten erschlagen. Ich will mir nur diese Stelle hier mal kurz angucken. Vielleicht ist da ja noch mal was. Ich muss ja echt überall nachgucken. Das ist so eine Macke, die ich habe. Also nicht, dass ich das Spiel zu 100% oder so durchspielen will. Das werden wir sowieso nicht hinkriegen. Das würde auch ehrlich gesagt viel zu lange dauern. Hat das ja noch was? Und tschüss. Boah. Ach, nicht diese Kackteile. Muss auch irgendwo eine Kiste sein. Einfach hier die Leiter hochklettern. Und wir haben ein One-Up bekommen. Ja, der scheiß Roboter, der ihr Baumhaus vernichtet hat. Jetzt gibt's Payback, Alter. Und die deutsche Übersetzung einfach mal wieder Einsammelspitze. Du Knilch, Alter. Geil. Na komm runter, du Affenarsch. Ja, raste mal hier nicht aus, du Sackgesicht. Ja, okay. Ey, der kommt aber auch nicht runter, ne? So, das war's. Nice.
Hey, you've got some explaining to do, mister. Who are you? Why did you destroy my home? You broke my buddy! My friend! How could you? We were just having fun! That's what we felt like when you broke our house. Doesn't feel so good, does it? Do you even know how long it took to fix the microsensor bracket? I installed a high-fidelity amplifier so it could eliminate all the IR interference and use it right from the control pad! And it had a flush mount and a high-data IR encoder and a microsensor audio and wide-angle reception and a bicolor light, too! And I could even use it in the sun because usually IR interference is unbearable! What just happened? Das reicht mich auch. Mission accomplished. The culprit is incapacitated. You fool! What are you still doing there? The thieves are getting away in their airship! What? I only found that out, like, right now! Enough! Head to the seaport immediately! Move out! Dummy, 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 dummy! You fell for it! Hey! Get back here! Das war random. Ja, der Part geht natürlich noch ein bisschen lange. Jetzt gehen wir mal zum Luftschiff Sigwater. Joa, einer der Antagonisten, dieser kleine Schreihals. Ah, den Mutstein nehme ich immer raus. Und starten mal durch. Go. Sowas ähnliches hatten wir in Freedom Planet 1 gehabt. Alter! Mit diesem Luftschiffkampf. Ich glaube nach Fortune Knight, die Stage. Freedom Planet 1. Ja, die Ähnlichkeit ist krass. Mordskanonen, check. Widerliche Gegner, check. Fast runtergefallen, check. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, Gegner weggeklatscht, check. Wieso hat das Scheißding überhaupt Boxhandschuhe, Alter? Wow. Oh, hier hat man sich mal kurz meine Idee von Donkey Kong geklaut, aber kein Problem. Erstmal hier die ganze Zeit durch die Gegend prügeln. So. Die Wände sehen ja auch geil aus. Ja, aber solche Puzzleteile, ey. Okay. By the way, geile Mucke übrigens. Geile Mucke übrigens, genau. what? Na komm, rein da. Jetzt schon Boss? Ach, der da. Alter. Oh, das war aber sauknapp. Und er macht einen Abgang. Ui.
Ja, erstmal hier werden die ganzen dicken Geschütze ausgefahren. Warum nicht? Na, komm schon. Okay, der eine ist noch nicht richtig angestöpselt worden. Perfekt. Mein Gott, Alter, verreck doch, du Drecksding. Na, noch mal ein Schild. Ey, ist das ätzend hier mit diesen Viecher. Ah, cool. Ab dafür. Er salutiert noch. Aber das war's anscheinend noch nicht. Pengu! Looks like she's been deactivated. Whoa there! Throttle back, Tiger. Hey you! What do you think you're doing with our robot? Let me bring you up to speed. The name's Coruscant, Captain of the Sigwada and Mercenary Extraordinaire. In the flesh. That Pengu of yours is a real sweet piece of hardware. You stole it from Perusa. We're here to steal it back. I don't know what you're talking about, but there's no way you're keeping her after what you've done. I figured you'd say that. Then it's time to kick the tires and light the fires! Oh. Coming at you, Speedy! Na? Der erste... Das war hier Button-Mashing, ey. Ja, solche Kämpfe erinnern mich so ein bisschen an Sonic Heroes jetzt ganz schön. Oder Sonic Adventure 2 oder 1, wie auch immer. Ich nehme hier erstmal komplett Damage, Alter. Wenn das so weitergeht, kratze ich hier noch gleich richtig krass ab. Jo. Na, ganz schön viel Schaden genommen, hat mich blöd angestellt. Aber naja, hat dennoch gut funktioniert.
Weiter geht's. Pretty impressive. I actually got a little beat it up. The mastermind, I presume. Doesn't she look familiar? Hey guys, kept you waiting. Huh? What the heck, Corey? Carol? Is that you? Well, ain't this a Charlie Foxtrot of a situation. Sorry, sis. Another time. Corey! After her! Oha! A decoy. Clever. I must reluctantly agree. For a wildcat. But look! Pango's back! Yay! I guess that's something to celebrate. Carol, was that your sister? Yeah, honestly, I'm totally weirded out right now, so... Sister or not, this was an attempted robbery of a major historical artifact on Shangtusian soil. Airspace. Both. The Magister will hear of this. The ports have been ghosted, m'lady. Excellent. And the Pangu drone? Too much downtown action. We had to jink out of there pronto. Unfortunate. Remember, feline, I cannot guarantee the safety of you or your family unless you have properly fulfilled your duties. Yes, m'lady. The drone will be ours, eventually. It is only a matter of time. Yay! She's awake! Scanning location. Good evening, sir. Hey, the museum got trashed, so this place is your new home for now. Location set as home. Now turn into a dragon! Invalid command. Sorry, kid. Her dragon mode had to go. Didn't want to scare the museum staff in case someone accidentally messed with it. Boo. Lame. I'm totally okay with that. I'd hate to fight that thing again. Though, I kind of miss riding it. I've informed the Magister of today's events. That woman is now on the official Terror watch list for all of Shangtu. That's probably for the best. For the best? That's my sister we're talking about. The watch list is designed with the safety of Shangtu and its citizens in mind. Your frankly nebulous familial ties don't even come into it. Whatever. Ja, ja, da ist wohl ein ziemliches Familientreffen gewesen. Naja, ziemliches vor allen Dingen. Ja, die Söldnerin ist Carols Schwester und Carol ist mehr als erfreut, sie zu sehen und dass sie halt auf der Terrorliste steht von der Stadt. Das gefällt natürlich Carol gar nicht. Und warum kommt mir dieser Panda jetzt ein bisschen zu nah? Das ist... Das grenzt gerade an sexueller Belästigung. Nein. Was? Entschuldigung. Ja, unfassbar, dass unsere Häfen von der Sigvatar beschossen wurden. Diese Himmelspiraten agieren meist von Parusa aus. Pengu muss ihnen sehr wichtig gewesen sein, dass sie so weit gehen. Ich würde das Museum eine Zeit lang meiden, wenn ich du wäre. Ich habe gehört, dass der Direktor einen heftigen Groll gegen dich hegt. Ernsthaft jetzt? Ah, hier sind diese Zeitkapseln drin. Lord Brevin? Okay. Hier sind schon zwei freigeschaltet. This is our final message. A message that we leave for the future. Although we will respect the wishes of your people and allow our influence to pass into legend, there will come a time in your history when you must learn the truth. When we were stranded here, we sought desperately to return to our world. We wasted countless years trying to find a way home. But we are no closer to an answer than when we started.
we decided that helping your civilization survive and prosper was a more efficient use of our technology. We have condensed our energy reserves into a physical relic of extraordinary power. With proper care, you may one day use it to travel to the stars, to find the answers that we alone could never find. If you wish to know more, you'll have to access our internal database. I pray that it is still intact by the time you receive this message. May the winds of time carry you for eternity. Ja, diese Zeitkapseln sind sehr, sehr wichtig im Spiel, weil die beeinflussen nämlich tatsächlich sogar das Ending von Freedom Planet 2 bzw. von der Story. Es gibt nämlich zwei verschiedene Endings. Ich denke mal, es wäre besser, wenn wir das schlechte Ende uns als erstes reinziehen und dann nochmal diese ganzen Zeitkapseln sammeln. Obwohl, die sind eigentlich ganz easy zu holen. Aber dennoch würde ich dann sagen, dass wir dann das gute Ende nach dem schlechten Ende nochmal dann dass ich das dann halt reinschneiden werde, wenn wir halt soweit sind. So, was hat der Kollege zu sagen? Ich fasse es nicht, dass die Häfen durch einen kleinen Luftschiffangriff, dass wir die Häfen durch einen kleinen Luftschiffangriff verloren haben. Das fühlt sich beschämend an. Immerhin konnte ich den Köter austricksen. Also hat mir die Sache wenigstens etwas Gutes gebracht. Na, was hat Nira zu sagen? Die Schäden an den Museumsexponaten lösen keine Begeisterungstürme in mir aus. Und im Besitzer ebenfalls nicht. Aber es war wohl unvermeidlich. Vielleicht sollten wir ein paar Edelsteine für den Wiederaufbau spenden. Ja. Rückblickend wäre es vielleicht besser gewesen, Pengu im Palast aufzubewahren. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, der Bevölkerung so ein seltenes Artefakt nicht vorzuenthalten. Tja, wenn das mal so gut ist, ich weiß ja nicht. Also, das klingt jetzt vielleicht schräg, aber diese Luftschiff-Lady ist irgendwie süß, oder? Immer, ich meine, ja klar, also was sie getan hat, ist schrecklich. Und Museen zu zerstören, die nie jemand besucht, ist schlimm. Okay. Ja, am meisten möchte ich im Museum die Blumen. Am meisten mochte ich im Museum die Blumen. Die ganzen getrockneten Blumen, die in den Glaskästen ausgestellt waren. Und genau gegenüber waren die Schmetterlinge auf Brettern befestigt, ihr Blick bis in alle Ewigkeit auf Blüten gerichtet, die sie nicht erreichen können. Wunderschön. Ah ja. Unsere Marineflotte wurde durch diesen Himmelspiraten völlig vernichtet. Wir müssen diese Werften wieder aufbauen. Keine Sorge, unsere Streitkräfte sind zwar zur Hälfte dezimiert. Jo, alles klar. Aber Shengtu wird beschützt bleiben. Okay, der hat nichts zu sagen. Okay. Ja, gibt es hier noch irgendwas? Gedankenkontrolle ist der neueste Trend in der Medizin und ich bin die heiße Klatschreporterin, die sich die Story schnappen wird. Durch wissenschaftliche Erhebungen und Experimente. Dazu brauche ich nur Gehirne. Zum Untersuchen, meine ich. Ich muss ein paar frische Schädel knacken, die ich durchwühlen kann. Ich habe die Wachen gefragt, ob sie ihr Gehirn der Wissenschaft spenden möchten. Hat niemand zugesagt. Vielleicht braucht es einen finanziellen Anreiz.
Das Mädel ist durchgeknallt. Das Mädel ist absolut durchgeknallt. Ach so, ja, und übrigens ist das auch eine Sie. Ja, ja, ich hab gehört, dass du geholfen hast, Pingu zurückzuholen. Das ist super. Solche Maschinen sind der Grund, warum ich mich für Biotechnik entschieden habe. Einer meiner Kolleginnen am Institut hat geholfen, Pengus Technologie zu rekonstruieren. Das hat uns unter anderem dabei geholfen, die Ausrüstung im Palast zu verbessern. Sagt man deiner durchgeknallten Kollegin, dass sie mal weniger Gruselfilme gucken soll. Einfach mal von irgendwelchen Leuten hier die Gehirne abzuzwacken, Alter. So, Carol, bleib mal. Ey, sag mal, bleibst du mal stehen? Ich habe Cory seit Jahren nicht gesehen. Sie hat mir gesagt, ich soll mich von Problemen fernhalten, aber jetzt ist sie ganz oben auf der Fahndungsliste von Shengtu. Und außerdem, hey, ich fasse es nicht, dass du mich bei der Sache mit der gruseligen Lady nicht unterstützt hast. Cory ist nicht böse, sie ist meine Schwester. Ja, gut, nur... Ist halt nicht so gut, ne, was die abzieht. Die Unverfrorenheit dieser Himmelspiraten, sie zerstören unser kulturelles Erbe. Unsere Geschichte. Ich wette, sie kommen aus Parusa, diese faulen Leichtmatrosen. Alter. Mila. Ja, wir haben einen Roboter mit einem Wunderkind in einem weichen Kern verprügelt. Und dann erfahren, dass es zwei Carols gibt. Unsere Leben sind ein bisschen schräg, oder? Ich hoffe, dem Kleinen geht's gut. Vielleicht hätten wir seinen Freund nicht zerstören sollen. Redet sie gerade von diesem komischen kleinen Spinner, der da die ganze Zeit rumgelabert hat? Alter, ich mach... Hallo, Mädchen, die hat das Haus von Lilac zerstört? Sag mal, hast du einen Dachschaden? Also ehrlich, Mila, ich habe keine... Also ich finde dich echt cool und so, ne? Aber das kommt jetzt nicht so gut. Also der war jetzt absolut gar nicht. So, gehen wir mal wieder raus. Joa. Hier haben wir wieder die Episodenauswahl. Müssen alle drei natürlich gemacht werden. Ich denke mal, wir machen das hier als nächstes. Auf in die Kampfkugel. Und ich denke mal, bis hierhin... Kennt ihr ja schon alles mit meiner Ansage, aber trotzdem sage ich es noch mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch den Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Glocke einschalten, um benachrichtigt zu werden, dass eine neue Folge von Freedom Planet oder von meinen anderen Videos am Start sind. Bei meinem Kanal gibt es, by the way, übrigens auch noch andere Videos, die ihr euch reinziehen könnt, oder weitere Projekte, die bereits schon abgeschlossen wurden oder gar am Laufen sind und beziehungsweise aktuell sind. Jo, dann bis hierhin. Wieder schauen und reingehauen. Ich lasse euch mit der nächsten Cutscene alleine. Bis zum nächsten Mal. Have you seen Carol? Yeah, she said she was going to Shangmu to buy ice cream for everyone. Isn't she the best? Sure. Let's just check on her super quick. Carol? Why are you going to Shengmu? Battle Sphere, gonna fight! Gonna get me some grand prizes! Whoa, what now? What about, you know, our missions from the Magister? Can't talk, robot smashy time! Nira's gonna kill us. Do you hate Mondays like we do? Then come on down to the Battle Sphere for Mayhem Monday! Face down the awesome power of our BattleBot Brigade! And don't forget about our knuckle-busting Battle Royale! We're fighters from all around the globe duke it out for a chance to win the grand prize! Are you a bad enough dude to survive the Battle Sphere? If you are, you'll face me, Captain Kalau! Must be 13 years old or to apply. The Battle Sphere is not responsible for death, dismemberment, injuries, or hair loss of any kind. This advertisement is brought to you by Mayor Zhao and Zhaolin Entertainment Corporation. Grand prizes are subject to change at the discretion of Mayor Zhao at any time and are non-negotiable. All entrance fees are non-refundable. Enter now! Is she out of her feline mind? I wouldn't underestimate Carol the Wildcat!
Oh, do you think that would be your stage name? That would be so cool! Go after her if you wish. I have better things to do. Wait, didn't you say you were looking for more fighters? A solid idea, but Gong and I had already considered it. The champion had no interest in our battles. Something about the Red Wing of Justice will not be drafted into military service. That was very good. Thank you. But you do want his help, right? So what if we go to the battle sphere and win? Then he'll have to reconsider. It'll be fun. I'm going to enter as Aleem, the masked Murata with a mysterious past. I would like to know if the robots in there are related to the ones we've been fighting. I suppose this is worth our attention. That's the spirit!